Zimmermann, FDP-Fraktion. Herr Präsident, ob das die Fußgängerzone besser macht, weiß ich nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, Herr Präsident, die Verödung der Innenstädte ist kein neues Phänomen. Das Problem hat sich kontinuierlich seit Jahren entwickelt und hat aus vielen individuellen Einkaufsstraßen mit Lokalkolorit fade, austauschbare Orte gemacht, in denen sich vor allem viele Tauben wohlfühlen. Meine Damen und Herren, in den Fußgängerzonen die gleichen Ketten, gleiche Schaufenster, gleiche Gerüche, Handyladen, Trinkhallen, Fastfood und in der dunklen Jahreszeit ab 17 Uhr tote Hose. Zuerst gingen die Kaufhäuser als Ankermieter, dann folgte der Einzelhandel und jetzt bekommen die Innenstädte durch die desaströse Corona-Politik der Bundesregierung den Rest, weil sie seit November trotz ausgefeiltem Hygienekonzept keine Chance haben zu öffnen. Meine Damen und Herren, lebendige Ortskerne sind essentiell für unser gesellschaftliches Miteinander. Warum fühlen sich eigentlich Menschen zum Beispiel in Oberitalien auf den Plätzen so wohl? Weil der historische Städtebau den Handel, Wohnen, Gastronomie gepaart mit toller Architektur zu einem Erlebnisraum gemacht haben. Und angesichts des Innenstadtsterbens ist es auch völlig falsch und rückwärtsgewandt, wenn, wie zum Beispiel in Berlin, die Grünen die Vergangenheit beschwören. Meine Damen und Herren, Erinnerungen an Vergangenheit erinnert auch daran, 18.30 Uhr in den Laden zu hetzen, weil er gleich schließt. Das will nicht nur keiner mehr, es entspricht auch nicht dem heutigen Einkaufsverhalten. Und meine Damen und Herren, Menschen kaufen vor Ort und online. Und es werden die Geschäfte überleben, die attraktive Produkte auf beiden Vertriebswegen anbieten. Der kleine Musikladen nebenan überlebt nicht, weil wir ihn wichtig finden. Er überlebt, wenn wir dort auch regelmäßig einkaufen. Und wir als Gesetzgeber in Bund und Land sollten die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die Rathäuser handeln können, um die lokalen Probleme zu lösen. Denn die Kommunen, meine Damen und Herren, wissen selbst am besten, was sie und wie sie mit dem Problem umzugehen haben. In der Krise liegt die Chance, neu zu denken. Und deswegen brauchen wir Gesetzesinitiativen, insbesondere ein viertes Bürokratieentlastungsgesetz für einen Abbau von Bürokratie für Handel, übrigens auch für Handwerk. Die vollständige Abschaffung des Solis, um Personenunternehmen, wie sie übrigens gerade auch im Fachhandel vorkommen, zu entlasten und ihnen so wieder mehr Liquidität für Investitionen, Technologie, Ausstattung und Personal zu verhelfen. Wir müssen gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die raumordnende Anforderung an Sortimente bei der Ansiedlung von Einzelhandel überarbeiten, mit dem Ziel einer großen kommunalen Planungshoheit. Meine Damen und Herren, und die Baunutzungsverordnung gehört endlich auf den Prüfstand mit dem Ziel, dass Gemeinden lokal, bedarfsgerecht und flexibel Flächengrößen von Handelsbetrieben anpassen können. Wir sollten eine Experimentierklausel zur technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm einführen, welche eine stärkere Durchmischung bestehender Quartiere möglich macht. Meine Damen und Herren, es stehen Verhandlungen an zur Verhaltensvereinbarung Städtebauförderung. Beim Programmpunkt Lebendige Zentren müssen wir darauf drängen, dass Kommunen in Zukunft flexibler auf Veränderungen reagieren können und die gesamte Abwicklung der Städtebauförderung auch alleine managen können. Und lassen wir zu, dass Start-ups und traditioneller Einzelhandel sich vernetzen und Prozesse endlich digitalisiert werden können. Meine Damen und Herren, es wird Zeit, die kommunale Selbstverwaltung zu paaren mit kommunaler Eigenverantwortung. Und unsere Pflichten ist es, hier und in den Ländern bestehende Regeln zu entrümpeln. Nur so werden Städte und Gemeinden die Herausforderungen bestehen. Und nur so verhindern wir auf Dauer die Zerstörung der Innenstädte. Vielen Dank, Frau Kollegin Strack-Zimmermann. Nächste Rednerin ist die Kollegin Karin Ley, Fraktion Die Linke.